Morgen, liebe RPG-Maker-Freunde. Willkommen auf meinem Kanal. Heute lernen wir mal ein bisschen was über Minimaps. Und zwar, wie man sie eventet, ganz ohne Plugins. Ihr kennt Minimaps zum Beispiel aus Final Fantasy oder aus jedem anderen RPG, das ihr mal gespielt habt. Das wird jetzt nämlich heute alles eventet und wir haben ganz viel Spaß dabei. Ist innerhalb von 4 Minuten erledigt. Eventen ist nicht so viel dabei. Ihr müsst eure Worldmap erstellen. Wenn ihr die erstellt habt, dann könnt ihr dieses Tutorial hier machen. Guckt das ganze Tutorial einmal durch und dann macht es einmal nach. Ist ziemlich easy zu machen. Was gibt es noch zu sagen? Ich glaube überhaupt nichts. Deswegen fangen wir jetzt doch mal direkt an mit dem Tutorial. Aber zuerst kommt natürlich das Intro. Als erstes erstellen wir eine World Map. Sollte eure Map fertig sein, macht einen Rechtsklick auf den Ordner der Map und klickt auf Bild speichern. Jetzt wird die gesamte Map als Bild gespeichert. Dieses öffnen wir nun mit GIMP. Klickt auf Bild, dann auf Bild skalieren. Jetzt hole ich noch meinen Taschenrechner raus. In meinem Fall teile ich mein Bild durch 12. Somit habe ich eine Map von 200x200 Pixel. Wenn ihr eine andere Größe habt, könnt ihr eure Map auch durch eine andere Zahl teilen. Welche das ist, ist vollkommen egal. Wichtig ist nur, dass ihr euch die Zahl merkt. Jetzt ist meine Map 200x200 Pixel groß. Die Größe kann natürlich je nachdem, wie groß eure Map ist und durch welche Zahl ihr geteilt habt, variieren. Jetzt erstelle ich noch einen Rahmen und stelle die Map auf 75% transparent. Ihr könnt es so gestalten, wie ihr wollt. Speichert jetzt das Bild als PNG ab. Jetzt erstelle ich ein neues Bild mit 2x2 Pixeln. Dieses dient nachher dazu, um die Position des Helden anzuzeigen. Speichert dieses nun auch ab. Beide Bilder verschieben wir jetzt in den Ordner Pictures. Jetzt geht es noch ans Eventen. Erstellt einen neuen Parallelprozess, klickt auf die leere Zeile und wählt Bild anzeigen aus. Sucht die Weltkarte aus und klickt auf OK. Darunter fügen wir ein 15 Frames Warten ein. Danach gehen wir auf Variable ändern, benennen die Variable in Held X um. Dann gehen wir auf Spieldaten, wählen Charakter aus, Spieler und Karte X. Jetzt klicken wir auf OK. Kopiert diese Variable und bearbeitet diese. Diesmal benennen wir die Variable Held Y und wählen bei Spieldaten Held Y aus und klicken auf OK. So, jetzt haben wir die genaue Kachelposition des Helden. Allerdings brauchen wir die genauen Pixel. Deshalb multipliziere ich jetzt Held X und Y mal 48, da dies die Kachelgröße des MVs ist. Solltet ihr einen anderen Maker benutzen, dann braucht ihr auch eine andere Größe. Beim RPG Maker XP ist es die Kachelgröße 32x32, beim 2000er 16x16. So, jetzt haben wir die genaue Position des Helden auf der Karte, wenn der Maßstab immer noch 1:1 wäre. Allerdings haben wir unsere Karte vorher durch 12 geteilt. Das heißt also, wir müssen unsere Karte durch 24 teilen. Ja, 24 und nicht 12. Das liegt daran, dass unser Bild von unserer Position 2x2 Pixel groß ist und nicht 1 Pixel. Also benutzt die doppelte Zahl, da wir es durch 12 geteilt haben, nehmen wir 24. Das machen wir bei X und bei Y. Jetzt zeigen wir das Bild mit der Position an. Nehmt eine Zahl, die größer ist als die Karte und zum Anzeigen benutzen wir natürlich die Variable X und Y. Die 15 Frames warten, lösche ich jetzt und füge sie ganz unten ein. Danach lösche ich das Bild mit der Position. Das hat den einfachen Effekt, dass das Bild, das die Position anzeigt, blinkt. Nun mache ich einen Testlauf und wir sehen, dass der rote Punkt auf der exakten Position ist. Jupp, das war's mal wieder mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ihr habt mal wieder was gelernt.
Seid auch wieder beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt Tutorial mit mir und ja. Der war scheiße, ne? Wir fangen doch mal von vorne an. Das war's mal wieder mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Liked und kommentiert auch dieses Video, wenn euch dieses Video gefallen hat. Abonniert mich natürlich, wenn ihr noch mehr Tutorials sehen wollt und ein bisschen Unterstützung tut immer gut. Und das war's jetzt eigentlich auch schon von mir. Man sieht sich im nächsten Video, Tutorial, was auch immer. Bis dahin, tschüssikowski.